Hallo und herzlich willkommen hier. Howdy, boo, yeah, servus. Hello and hallo in dieser great future. Oh, sexy, hallo. Ha, super. Ja, hallöchen. Wir müssen noch weiter mit den Leuten reden hier. Jo, ich nehme mal mir den Brief. Oder beziehungsweise, ach, geil. The Brief. Zeitreisen sind eine Waffe eines Feiglings, die bringen Konföderation Sirius vor, in der Gegenwart zu kämpfen, anstatt in der Erinnerung der Vergangenheit oder einen Traum der Zukunft. Ich bin sicher, ihre Unterstützung des Abkommens ist willkommen. So, ich nehme den Deferi. Auch wenn das Abkommen die Sicherheit der Zeitlinie verspricht, finde ich, dass es noch viele Möglichkeiten für temporalen Missbrauch offen lässt. Ich fürchte mich vor einem großen Ungleichgewicht trotz der guten Absichten aller beteiligten Äpfel. Da haben Sie natürlich recht. So, wen haben wir noch nicht? Da haben wir noch welche. Ja. Da sind noch ein paar, glaube ich, offen. Naja, wir müssen insgesamt 7 Stück machen. 3 brauchen wir noch. Wen nimmst du? Inksindi. Xindi. Die Xindi sind temporale Vorgänge nicht fremd. Der tragische Konflikt mit der Erde im 22. Jahrhundert und unsere Manipulation durch die Erbauer der Sphären lasten schwer auf uns. Wir unterstützen das Abkommen in der Hoffnung, dass es solche Tragödien zukünftig vermeidet. Ein würdiges Ziel. Dann nehmen wir mal den Cardi. Ich muss sagen, es ist eine große Ehre, diesem historischen Ereignis beizuwohnen. Ich bin wahrlich geehrt. Sie bestimmt genauso. Na Tat, heute schreiben wir Geschichte. Geschichte kann man mit Blutwurst essen. So. Hier haben wir noch einen. Was bist du für einer? Repräsentanten der Nakul sprechen? Die Nakul sind nicht hier, um das Abkommen zu unterzeichnen. Wir wurden bereits Opfer von zeitreisenden Aliens, doch irgendwie wurde dieser Eingriff in die Zeitlinie übersehen. Vielleicht aufgrund der Wichtigkeit, denen dieser für die Gründung der Galaktischen Union darstellt. Wir haben eine Änderung des Abkommens vorgeschlagen, um unsere Heimatwelt in der Zeitlinie wiederherzustellen. Doch diese wurde abgelehnt. Deswegen sind wir hier, mit der gesamten Aufmerksamkeit der Galaxie auf uns gerichtet, wollen wir zeigen, welche Scheinheiligkeit und Rechtswidrigkeit hinter diesem Abkommen steckt. I'm understanding. Na. So, haben wir also, sprechen Sie mit den übrigen Delegierten. Machen wir's mal, komm. Ich nehme mal die Lucari. Oh, Grüße, verzeihen Sie mir aber, Sie sehen so gut aus. Dankeschön. Haben wir uns schon einmal getroffen? Nein. Warten Sie, ich erinnere mich an Sie aus dem Geschichtsunterricht. So alt bin ich noch nicht. Sie haben unsere Heimatwelt gerettet. Es gibt eine Statue von Ihnen immer in der Hauptstadt auf Lucari Prime. Sehr schön. Hm? Hoffentlich nicht nur eine Statue von mir. Oh Moment, das haben Sie bereits getan, oder? Oh gut, es wäre nicht auszuhalten, wenn ich ausgerechnet hier ein Paradoxon auslösen würde. Können Sie sich das vorstellen? Das waren die, die wir letztes Mal in der anderen Mission hatten. Ja, wo die Kanonenkugelzeitschiff war. Genau. Das wäre echt ein bisschen seltsam. Also, Orione? Oh, du willst die Orione wieder. Das erinnert mich an ein altes Zitat von der Erde. Es gibt keine anderen Welten mehr zu erobern. Eine interessante Sichtweise. Diese Antwort, diese eine interessante Sichtweise, das sieht so aus, wie als ob man eigentlich die ganze Zeit nur auf den ja einen Ausschnitt reinguckt. So, ja, ich habe alles gehört. Ja. So, ich nehme Ferengi. Gegen dieses Abkommen ist eine gute Gelegenheit für historische Studien von wirtschaftlicher Natur. Ich habe gehört, dass der große Nagus bald einige neue Ankündigungen zu den temporalen Erwerbsregeln machen wird. Ich hoffe, wenigstens eine davon versichert mir, dass niemand in die Vergangenheit reist, um mir meine Profite streitig zu machen. Hoffentlich so, dass solche Aktivitäten verhindert werden. So, oder haben wir hier noch Botschafter der Föderation ist ein Klingone. Ja. In ihrer Uniform. 25. Jahrhundert, richtig. Sie sind definitiv ein Besucher aus der Vergangenheit und ein besonderer dazu. Willkommen im 28. Jahrhundert. Ich hoffe, Sie freuen sich darüber, was Ihre Arbeit und Opfer bewirkt haben. Vielen Dank für Ihre Ehre. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich lispelt mein Butch immer Dings. Ich mach Kobali. Du kannst in dem roten Licht mit drin. Ich mach Kobali. Du bist eine Spur größer, du kannst in den Laser dich reinstellen. So. Wir Kobali freuen uns, dass das Abkommen vieler, die gegen unsere Bräuche sind, konnten versucht sein, in der Zeit zurückzugehen und unsere Bräuche zu unterbinden. Für immer. In der Tat. So, jetzt haben wir hier noch einen Borg. An die Kooperative. Die Borg waren am Ende der Vergangenheit, was Zeitreisen angeht. Insbesondere in Bezug auf die Föderation. Glücklicherweise konnten wir es wieder gut machen. Die Kooperative freut sich, ein Teil der heutigen Vorgänge zu sein. So wie ich. Es ist mir eine Ehre. Bitte.
Bin ja Inhaber, bin ja eben auch hier, boah, kooperative Ding. So, haben wir jetzt alle, wir haben alle ja Zeremonialmeister sprechen. Guck an. Eine Dalaxianerin. Zeremoniemeister. Gut, gut, eine unserer besonderen Gäste. Es ist schön, Sie zu treffen. Entschuldigung. Lies weiter. Die haben erst einen drin gehabt, der einen so beschissenen Namen gehabt hat. Das haben sie dann abgeändert. Und dann bauen sie jetzt wieder einen neuen rein, ne? Ich dachte, war schon mal einer. Ja, Wichsen gab's mal. Ah. Weißt du noch damals, wo die Talaxianer reinkommen ist? Da gab's einen, der hieß Wichsen. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nur noch Pillemann. Ja, der hieß Wichsen, den haben sie dann umgenannt. Und jetzt haben sie einen, die Wichset heißt. Ja. Lesen Sie vor. Das haben sie doch mit Absicht gemacht. Ich bin Wichsit. Ihr bescheidener Zeremonienmeister für besondere Momente. Eine ziemliche Ehre, finden Sie nicht auch so befriedigend? Eine Zeremonie beginnt. Ja, ein befriedigend. Wer Wichsit heißt, ist befriedigend. Die Zeremonie beginnt bald. Sie sollten Ihren Platz aufsuchen, aber nach der Unterzeichnung würde ich mich gerne näher mit Ihnen unterhalten. Ich freue mich. Man nennt mich nicht umsonst Wichsit. So, ich freue mich drauf. Sorry, aber wer so einen Namen in das Spiel einbaut, der muss mit sowas rechnen hier. Ey, komm, heißt nicht, er redet hier auch Wichsen in Englisch? Ich hab keine Ahnung. Ja, aber damals im Spiel war es wirklich Wichsen. Mit W-I-X-X-E-N. X-X-E-N. Alter, irgendwie. Wahnsinn. Ich weiß nicht, komm, ich muss mich irgendwo hinsetzen oder hinlegen, ja. Je nachdem. Platz nehmen. Im Anton, da müssen wir mal reden. Verdreht, aber Dutzende Speeches haben sich versammelt, um diesem historischen Ereignis beizuwohnen. Es sieht so aus, als würden sie sich für die formale Unterzeichnung bereit machen. Natürlich ist es sehr zeremoniell, die Verhandlung. What? Oh, guck an. Ein Bild. Dieser Tyrann hat einfach nicht länger geduldet. Der Zeitfluss soll frei sein. Wir werden die Galaxie von der Tyrannei des temporalen Abkommens befreien. Kann man einen abschalten? Und die Geschichte von dem Schandfleck, der sich Föderation nennt, säubern. Schnell, bringen Sie die Delegierten in Sicherheit. Bleibt alle, wo ihr seid. Ich wollte mir noch einen Tee machen. So, mit Captain John Paul Walker sprechen. Können halten die Delegierten einigen in einem Büro als Geiseln gefangen, das ist sehr seltsam. Wir erleben hier einen massiven Zeitfluss. Ja, wahrscheinlich durch Wichsen. Ja. Durch Wichsit. Die Feinde haben die Sicherheitskräfte neutralisiert, aber sieht so aus, als hätten sie nicht mit uns gerechnet. Es liegt an uns, die Delegierten zu retten. Was? Ich bin schon ganz durcheinander durch Wichsit. Aknovletschgetit? Du. So, müssen wir schießen? Geil. Alter, ich treffe ja gar nichts. Auf Wichsen! Wichsit. Wichsit hieß die, ne? Wichsit hieß sie. Wichsit. Uff, du Wichsit! Alter, ich kriege aber gerade mehr aufs Maul wie letztes Mal. Ich hätte dadurch auch mal die Knöpfchen nehmen können, die ich dafür habe. Krennim Junior Sprengmeister. Guck an, Krennim Junior Forscher. Krennim Sprengmeister. Vorhin war es noch Junior, jetzt sind sie schon ein höhere. Was macht eigentlich Captain Walker? Der meditiert gerade vor der. Ja, ja. Was Wichsit macht, will ich gar nicht wissen. Die Dinger knallen aber nicht so richtig. Das ist noch nicht meins. Krennim Fähnrich. Ich hätte jetzt gerne mal die Waffe gewechselt, aber das ist gerade echt blöd. Gib's dazu, du wolltest nur aufs Buttlette. Nee, ich wollte eigentlich wieder eine richtige Waffe nehmen. Ich hier Krennim besiegen, hier sind keine mehr. Das Ding ist ja aber so echt so gar nichts zu geben. So, wir müssen jetzt hier durch, oder? Wo ist denn mein Zauberstab? What? Der war gut, wa?
So, gehen wir am besten hier hinten rum. Das ist mal eine schöne Bogen. Komm ich, mit? Wo bist du? Hier hinten. Ach da. Ich nehme hier mal meinen Stab in die Hand, weißt du? Was? Bananensaft pressen? Ja, so kann man es auch nennen. Ich habe meinen Stab in die Hand genommen, jetzt gibt's hier mal so richtig was aufs. Auf Stabbrett. Alter, was ist denn das hier für ein. Hier, das knallt gleich ganz anders, das Ding. Also, das macht schon hier ordentlich Schaden im Vergleich zu den anderen. Das habe ich bis heute Spielzeug. Hallöchen, Mr. Dominion. Beobachte das Dominion aus. Ich werde weiterleben und tschüss. Wo gab's eigentlich die Waffe nochmal? Die hab ich gar nicht. Was? Wo gab's eigentlich die Waffe nochmal? Hier, im Lobby. Achso, Lobby-Ding. Glaube ich. Boah, ich hab eigentlich keine Lobby-Dingens. Ich hab doch ein paar. Ich hab insgesamt, glaube ich, vielleicht mal 2 Kisten geöffnet. Echt? Nur nicht viele? Nö. Kannst du mich mal. Nö. Ich bin selber gerade. Moment, ich muss mich gerade mal hier. Ach, bist du so weit. Ach, komm, wo komm ich hier raus? Ach, komm, respawne einfach. Komm, alte Memme. Ja, ja, ja. Muss ich mal rausgekommen? Ich muss mich mal respawnen. Ja. Oh, am Bopo der Welt. Nee, wenn du einfach rausgehst, bist du gleich da, wo es kriecht. Oh, da kommen noch ein paar. Bäm. Truf, ruf die Mützen. So. Ach ja, ich lasche erstmal über jede Mine, die ich hier finde. Geil. Ja, das muss sein. Dafür sind sie ja da. Ich meine, die sollen ja nicht umsonst gelegt werden, ne? Achso. So. So, gehen wir erstmal hier drüben lang. Gerade ist richtig schön ihn aufgezogen und dann verreckert. Das ist ja. Das sind da hier welche zum Rausbeamen? Nö, ne? Komm mal zu mir hier. Warte mal, ich muss mal Sicherheitsoffizier wiederbeleben. Gut, weil wir müssen erstmal hier drüben die eine Sache, wo wir vorhin gestorben sind, fertig machen. Da war ich ja schon. Nein, guck doch mal auf die Map, da ist da immer noch Action. Ja, die Leute rausholen musst du noch, das wirst du ja wohl schaffen. Ich weiß nicht, ob noch jemand drin ist. Hol einfach mal den Innen da raus. Oder runter. Okay. Botschaft der Karas. Sie haben meine Welt gerettet oder habe ich mich gerettet, falls sie mir. Beam einfach raus. Halt die Gosch und beam raus. So, was gibt's hier eigentlich? Dort bewegt sich auch alles, ist ja cool. Was, wo? Ja, hier in dem, die ganzen Teile hier, das bewegt sich alles. Geht voll ab. Meine Nase juckt. Oh. Hier, weiter mit der Bananensaftpresse. Hier ist wieder so eine komische Mine, die hier durchgeflogen ist, hast du gesehen? Haben wir alle jetzt langsam hier? Ja, irgendwas schießt doch hier noch. Das ist gerade nicht wo. So. Hier, Botschafter der Föderation sprechen. Ah, klar, ein guter Tag zum Sterben, ne? Gut gesprochen, Botschafter. Tschüss. Genau, mei. Dahin. Ich hätte hier stehen müssen als Klingone. Ich will nicht sterben. Alter, tut da mal die scheiß Minen weg. Ich tritt da mal drauf. Also Entschuldigung schon mal für die Aufnahme, dass ich mal mache. Muss aber sein. Das ist gut für die Durchblutung. So. Für die Nasendurchblutung. Ich dachte, der Pfad meines Lebens wäre an einem Apfel gebunden. Ich denke, Ihnen wird der Apfel besser schmecken. Gorn geschehen. Das soll nicht geschehen. Das soll nicht geschehen. Die Geschichte besagt, dass das Abkommen unterzeichnet wurde. Es gab keinerlei Hinweise auf einen Angriff. Wir sollen zu unseren Schiffen zurückkehren und sehen, ob wir bei der Verteidigung helfen können. Aber was ist mit Wixit? Die wollte noch mit uns sprechen. Die nehmen wir mit. Hochbeam. Hochbeam? Ja. Außenteam und Wixit hochbeam. Bin ich froh, dass es sie nicht als Dorf gibt. Oder als Boff. Ich hab mir vorstellen, mein erster Offizier Wixit. Oh. Nichts geht über die Zukunft. Sie sehen wie ein Granum-Schiff aus. Und sie greifen an. Wir müssen uns sie aufhalten, bevor sie die Zeit noch weiter beschädigen. Hey, Whitestone 2000. Ich muss mir die Gegend erstmal richtig angucken hier. Alter, das sind solche Gebilde da unten.
Stell dir mal vor, es gibt wirklich so. Ich muss die Schießlappe ja auch mal. Wirklich so Hochhäuser, die so hoch sind, wie sie hier unten sind. Hochhäuser, die so hoch sind, wie sie hier unten sind? Da unten neben den Ring stehen ja noch so einzelne Gebäude da unten. Klingenverstärkung, besiegen! Gegenstand dann immer! Alter, geht mir von der Pelle mit eurer Scheiß-Explosion. Mir nicht rum, du hast einen tollen Dreadmutter. Ja, du hast ja quasi hier aushalten können. Natürlich. Oh, der hat sich echt schon bewährt. Leck mich aus, was das Ding aushält, du. Also mit diesem Schildmodifikator, den er hat, ist das Ding echt abartig. Und auch wenn das gerade ein bisschen bunt aussieht, ich habe halt diese Herold-Protonen-Dinger drin. Naja. Ja, die gibt es im Augenblick ja doch recht preislich günstig zu erwerben. Heute nur schwarz-weiß, ja, Farbe war so teuer. Deswegen habe ich meine Cam nur in schwarz-weiß gemacht. Du bist nur in schwarz-weiß? Ja, ne, ich habe einfach keinen Bock gehabt. Das Dumme ist, die Kamera tut sich jedes Mal nach jedem Rechner neu start von den Settings her resetten auf den Standardwert. So, den Standardwert kann ich aber nicht ändern. Und das ist aber jedes Mal so eine bekackte Farbeinstellung alles und ich war jetzt einfach zu faul, das richtig einzustellen, deswegen habe ich einfach, komm her, aber mal schon, fahr mal weg hier, ne, boah, schon. Ich kann eigentlich schimpfe dich. Und was ist das jetzt? Die ich zurückgerufen habe, wieso werden die oh, die kommen hinten raus, auch nicht schlecht. Da unten gibt's aber Krieg, ne? Guck mal nach unten, da kämpfen Schiffe miteinander. Naja, lass sie ruhig, das muss so sein. So, ich bündel mal. Ich auch. Wir wissen jetzt gerade nicht, wo sie hin wollen, das weißt du schon, ne? Ja, das ist schon klar. Ich habe irgendeinen Buff drauf liegen, der mir ständig dann die Torpedos weghaut. Boah, alter Gegenstände nimmern. So, und jetzt Ruf beantworten. So, ich bleib jetzt mal stehen. So. Ah, okay, Johnny Walker wieder. Dr. Watson, die Nakul haben den Angriff der Krennen benutzt, um die temporalen Sensor-Phalanx anzugreifen. Unsere gesamten Strike-Kräfte sind mit den Krennen beschäftigt. Wir können diese Phalanx nicht verlieren, Captain. Admiral. Sie überwachen den Zeitstrom gegen Überfälle, wenn sie beschädigt wird. Können Personen in die Vergangenheit reisen oder entdeckt werden? Gute Nacht! Seltsam, die Krennen und die Nakul greifen sich gegenseitig an. Ich schlage vor, dass wir das zu unserem Vorteil nutzen. Verstanden, Steuermann. Setzen Sie einen Abfangkurs. Das ist gleich jetzt, ne? Okay. Was los? Nein, mir ging gerade nur das gleiche Fenster nochmal auf. So, da müssen wir da auch mitfliegen. Guck mal, da macht er, da spielt es miteinander. Hau aber voll die Latte rein hier, da. Guck mal, mach mal Bündel. Aha, schön. So, voll aus Fressbrett. Karnitz. Hallöchen. Und guten Abend. Du hast gerade ein little bit übersteuert. Was? Du hast gerade ein little bit übersteuert. Ich? Niemals. Ja. 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 Und auch dir nochmal, kann es nicht wundern, wir haben beide Rüsselseuche. Deswegen hallo, Watson. Yeah, Watson hostet mich. Yo. Deswegen zwischendurch mal. Ne, muss ja, sein. Rüsselseuche tut Not. Das ist die Jahreszeit dafür. Wir sind Rüsselseuchen-Versuchskaninchen. Versuchsschweine. So, ich würde auch sagen, das ist gerade ein idealer Zeitpunkt, mal die Rüsselseuche zu putzen. Ja. Also, jo. Ich halte mal, ich bremse und schöne Rüsselseuche. Mal dann. Tschüss.